Thank you.
selten einer mit Namen Judas Iskariot zu den hohen Priestern und sprach: Was wollt ihr mir geben? Ich will ihn euch verraten. Und sie boten ihn 30 Gelegenheit, dass ihn verriet.
letzten Tage der süßen Brot traten die Jünger zu Jesu und sprachen zu ihm. Verriet und sprach, bin ich selbst.
Oh.
Ich werde den Hirten schlagen, ohne Schafe der Herde werden sich zerstreuen. An dir ärgerten, so will ich doch mich nimmer mehr ärgern. Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, in dieser Nacht, Da
Gethsemane und sprach zu seinen Jüngern: Setze dich hin, bis das ich dorthin gehe und thank you.
Auf sein Angesicht und
Thank you.
Augen waren voll Schlafs, und ließ sie und ging abermals hin und betete zum dritten Mal und redete dieselbigen Worte. Da kam zu seinen Jüngern und sprach zu ihm: Thank you.
Schimpf und Spott leid ich. Thank you.
saß draußen im Palast, und es trat zu ihm eine Magd und sprach: Und du warst auch mit dem Jesus Galiläer. Er leugnet aber vor ihnen allen und sprach: Ich weiß nicht, was du sagst. Als er aber zu dir hinausging, sah ihn eine andere und sprach zu denen, die da waren: Dieser war auch mit dem Jesu von Nazareth. Und er leugnete aber mal und spur dazu: Ich kenne des Menschen nicht. Über eine kleine Weile traten hinzu, die da stunden und sprachen:
führten ihn hin und überantwortete ihn dem Landpfleger Pontio Pilato. Da das ein Judas, der ihn verraten hatte, dafür verdammt war zum Tode, gereihete es ihn und brachte er wieder die 30 Silberlinge den hohen Priestern und Ältesten und sprach: Ich habe übergetan, dass ich uns schuldig Blut verraten habe. Sie sprachen: Thank you.
denn einen Töpfers Apfadarum zum Begräbnis der Kinder. Da hier ist derselbige Apfer genennet der Blutapfer, bis auf den heutigen Tag. Da ist erfüllet, das gesagt ist durch den Propheten Jeremias, da er spricht: Sie haben genommen 30 Silberlinge, damit bezahlt war der Verkaufte, welchen sie kauften von den Kindern Israel. Haben sie gegeben einen Töpfers Acker, als mir der Herr befohlen hat. Jesus aber stand vor dem Landpfleger, und der Landpfleger fragte ihn und sprach: Bist du der Judenkönig? Jesus aber sprach zu ihm: Du sagest. Und da er verklagt war von den hohen Priestern und Ältesten, antwortete er nichts. Da sprach Pilatus zu ihm: Hörest du nicht, wie hart sie dich verklagen? Und er antwortete ihm nicht auf ein Wort, also, dass sie auch dir Landpfleger sehr verwunderte. Überantwortet hatte.
auf den Richtstuhl saß, schickete sein Weib zu ihm und ließ ihn sagen. Aber du nicht zu schaffen mit dir, überredeten das Volk, dass sie um Barabbas bitten sollten und Jesum umbrächten. Da antwortete nun der Landpfleger und sprach zu ihnen: Welchen wollt ihr unter diesen Zweien, den ich euch soll losgeben? Sie sprachen: Pilatus sprach zu ihnen: Was soll ich denn machen mit Jesu, von dem gesagt wird, er sei Christus? Sie sprachen alle: Thank you.
Gemahl war, nahm er Wasser und wusch die Hände vor dem Feuer und sprach: Ich bin unschuldig an dem Blut dieses Gerechten, sehet ihr zu. Da antwortete das ganze Volk und sprach: Oh!
Jüngers Jesum zu sich in das Richthaus und sammelten über ihn die ganze Schar und zogen ihn aus und legeten ihn einen Purpurmantel an und flochten eine Dornenkrone und setzten sie auf sein Haupt und ein Rohr in seiner rechten Hand und beugeten die Knie vor ihm und spotteten ihn und sprachen: Simon, den zwangen sie, dass
So hilf du mir es selber tragen.
das Kreuz, so will ich sagen, mein Jesu, liebe siebener, komm süßes Kreuz, so will ich sagen, mein Jesu, gib es immer Thank you.
was da geschah. Erschraken die sehr und sprachen:
Und Josef nahm den Leib und wickelte ihn in ein Reinleinwand und legte ihn in sein eigenes Grab, welches hatte lassen in einen Felshaufen und wälzete einen großen Stein vor die Tür des Grabes. Nach dem Rüsttage kamen die hohen Priester und Pharisäer sämtlich zu Pilato und sprachen: Sie gingen hin und verwahrten das Grab mit ihm.